Ich bin Dirk Keller, Kirchenpionier und Gründer im Erzbistum Hamburg. Wir sind unterwegs, Kirche nochmal ein anderes Gesicht zu geben, und zwar ein zusätzliches Gesicht. Also für Menschen da, die von Kirche nicht mehr oder einfach noch gar nicht erreicht wurden. Ich bin Christina Büchle, ich bin Kirchenpionierin und Gründerin im Erzbistum Hamburg. Wir haben das Projekt hier Hand in Hand genannt, weil das für uns genau das ausdrückt, was es ist. Wir wollen hier mit Menschen zusammenkommen und Hand in Hand was gemeinsam tun, was für den Stadtteil tun, was fürs eigene Leben tun, fürs eigene Herz. Und das zeigt sich in ganz unterschiedlichen Facetten. Also wir machen hier offene Treffs, man kann hier einfach reinkommen und miteinander quatschen, ins Gespräch kommen. Wir machen aber auch feste Gruppen, wo wir dann Programme uns überlegen, und das vor allem für Kinder. Wir erzählen Geschichten, wir spielen zusammen, wir basteln zusammen und wir essen ganz viel zusammen. Das bringt Menschen zusammen und das ist total gut. Die Reaktionen auf unser Projekt waren total super, muss ich sagen. Das Schönste war eigentlich, die Bistumsleitung war mal hier zu Gast und wir haben dann auch die Frage nochmal gestellt. Also wir sehen uns ja als Kirche, als Teil von Kirche. Und wir sind hier vor Ort, wo Kirche eigentlich keine Rolle mehr spielt, wo auch alle sich zurückgezogen haben oder nicht mehr präsent sein können. Und da wurden wir sehr drin bestärkt, dass wir hier als Kirche sind, dass wir hier das repräsentieren. Und das war für uns sehr schön. Wir erleben hier, dass wir es mit ganz vielen unterschiedlichen Religionen zu tun haben. Und das ist total interessant. In der Kindergruppe zum Beispiel haben wir einen festen Teil, wo wir eine Geschichte erzählen und dann gemeinsam ins Gespräch gehen, wo wir in dieser Geschichte Gott entdeckt haben. Und das erzählt jedes Kind aus seiner Religion heraus. Und das ist total schön zu merken, dass wir da ganz viel Verbindendes finden über unseren Glauben oder was der Glaube, welchen Wert der in unserem Leben spielt.